So, passenderweise geht natürlich da gerade irgendwo eine Flex los. Wenn wir losfahren, wir fahren jetzt erstmal vom Pagoera los, irgendwo hin, keine Ahnung. Und ich werde dann unterwegs, jeweils wenn wir Auto auf der Autobahn fahren oder so, machen wir dann auf Pause. Pause ist da unten. Und dann schauen wir mal weiter. Ich muss jetzt erstmal hier wieder wenden. Das Dach mache ich gleich auch wieder zu. Können wir noch ein bisschen Frischluft reinlassen. So. Hier unten an dem Schiff haben wir geparkt. Hier fährt man besser langsam dran vorbei. Machen wir das mal ganz zu. Irgendwie gerade, aber ja, wir sind glaube ich gleich auch schon direkt wieder auf der Autobahn. Kannst du gleich erstmal auf den Pause machen. Jo, wir machen dann jetzt erstmal kurz auf Pause und melden uns. Ja, ihr seht ja sofort weiter. So, ich muss jetzt gleich aber erst irgendwie die Kamera wieder richten. Dann fahren wir mal eben einen kurzen Abstecher. Irgendwie. So.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange er braucht, um wieder nach unten zu purzeln. So. Weil wir sind dann jetzt ein kurzes Stückchen gefahren bis nach Santa Poncha. Wir fahren nur einmal eine Runde durch Santa Poncha. Für uns gibt es ja keinen Grund mehr, hier wirklich anzuhalten. Seitdem eines unserer Lieblingslokale nicht mehr ist. Aber man kann ja trotzdem mal durch den Ort schauen. Da rappelt sie sich wieder. Ja. Na gut, ich hoffe mal, die Sicht ist trotzdem halbwegs. Tatsächlich die Sonnenbrille aufsetzen. Also ich sehe noch Straße und Autos. Gut. Ja, man sieht wahrscheinlich ziemlich viel Himmel. Ja. Aber ich kann ja jetzt hier auch nicht. Während ich fahre, so, ich glaube, jetzt ist das etwas besser. Bis zum nächsten Hopper. Ja, bis zum nächsten Hopper. Wie sieht es denn hier in Santa Poncha aus? Doch, es scheint schon wieder einiges mehr aufgemacht zu haben. Jetzt Sir Henry's Sports Bar. Ich denke, die hatten eröffnet. Sieht so zu aus. Naja, soll mir egal sein. Wir haben dann auf jeden Fall immer hier oben geparkt. Haben dann dem Maurice Hallo gesagt. Und seiner Frau, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Karin. Karin, genau. Haben ein bisschen lecker gegessen, ein bisschen gequatscht, haben ein paar Mal den Jürgen getroffen. Und den Alex Finger. Und den Alex natürlich nicht zu vergessen. Alles nette Kerle. Bei Freunden von uns hänge ich schon mit Jürgen zusammen an der Wand. Ein richtig tolles Foto damals geworden, da sehe ich sogar gut drauf aus. Voll der Angeber. Jetzt fahren wir mal. So hoch, wo mal das zweite Café von der Katzenberger war, das glaube ich. Das erste hatte sie irgendwo ganz anders, auch hier irgendwo anders. Die sind doch nett und freundlich. Einfach laufen. Ich will mit dem Kinderwagen auch nicht machen. Hier ist letztens auch noch jemand anders hergelatscht. Weil war hier den Berg hoch. Hier noch nicht. Ich glaube da war das noch ein weiter. Keine. Ja, doch. Ich glaube nee. Da. Nein, das war eigentlich ein Treppchen hoch, dann muss das der nächste gewesen sein. Nee, dann war das da. Da, genau.
Ja, genau, da ist ja jetzt der Supermarkt drin oder so. Naja, Restaurant, Bar ist da jetzt drin. Ach so, keine Ahnung, müssen wir nachgucken, wir haben ja auch noch Bilder davon. Aber so ist das dann, wenn man einen Laden nach sich benennen lässt, aber dann selber irgendwie nie da ist, sondern nur so eine blöde, komische Fotopuppe. Komisches Plakat, Fotoplakat. Hat. Also es war auch schon damals definitiv nicht gut besucht, als wir da waren. Ja, aber so ist das nun mal. Das muss jeder selber wissen, was er tut und maut. Ja, hier oben die Ecke ist das jetzt hier. Ne, wir sind ein weiter. Wobei hier wohnen auch ein paar Leute. Ich muss immer wieder die Kamera jetzt nachrichten, das ist blöd. Aber egal. Das sind halt jetzt diese Hüppelchen. Da können wir nun mal nichts dran ändern. Jetzt wird die Lüftung auch etwas lauter. Es wird nämlich gerade ziemlich warm im Auto. Das, obwohl wir draußen nur 21 Grad haben, aber die Sonne, das sieht man glaube ich auch sehr gut auf dem Video. Die Sonne ist richtig schön stark. Was ist das hier? Dschungelpark? Dschungelcamp. Dschungelcamp, ah ja. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Oh! Ja, das wird aber definitiv wahrscheinlich nicht hier gedreht. Vorsicht, Hoppe. Vielleicht machen sie hier ihr eigenes Dschungelcamp. Ja, ich denke mal, hier oben lässt sich's gut wohnen. Aber nicht gut und günstig. Das hat es ausgehalten. Ja, hier sind dann doch schon einige im Bus und baut. Aber hier nicht auch irgendwo die Villa von dem Dings? Ja. Da sieht man mehr. Ja, von dem der jetzt nach Polen abgehauen ist. Der sich immer mit der halben Flasche eingedieselt hat. Keine Ahnung. Von den Auswanderern. Keine Ahnung. Wenn du meinst. Colani, Villa Colani oder so ähnlich. Ach, der. Ja, genau. Der von Wittgenstein. Ja, genau. Keine Ahnung, wo die Villa war. Ich glaube, die war hier oben irgendwo.
das würde auffallen. Mit, alleine schon mit der Auffahrt. Ja, irgendwo mittendrin ist die dann wahrscheinlich. Sein. Ja, hier links hoch wäre also die Ex-Villa. Ich weiß ja gar nicht, ob sie noch da wohnt. Ich glaube, sie wohnt noch da. Wir drehen so mal eben eine Sonderrunde. Dass wir die Mopeds hinter uns loswerden. Nee, verfolgen uns. Ja, jetzt gleich aber nicht mehr. Werden hier einige der prominenteren Leute wohnen. Deswegen mache ich hier mal lieber mich mal lieber wieder vom Acker, bevor sie uns festnehmen. Ich stelle aber erstmal nochmal eben die Kamera neu ein wieder. Auf jeden Fall sind sie hier auch hart am Arbeiten. Was ist das da oben? Siehst du das? Hier, eine Giraffe oder irgendwas. Ja, hat irgendjemand eine Giraffenstatue oder was auch immer da stehen. Muss ich nicht verstehen. Vielleicht kann ja jemand von euch damit was anfangen, der könnte mir dann gerne in den Kommentaren dazu was schreiben. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo wir hinfahren. Das ist aber irgendwo scheißegal. Wir haben ja. Also, Entschuldigung für scheißegal natürlich. Wir haben hier gerade nichts Besseres zu tun. Man kann Rebecca ja ausnahmsweise mal nicht rummeckern. Wenn man nichts Besseres zu tun hat, kann man auch ein bisschen durch die Gegend angucken. Unsere Waffen haben wir. Ich habe einen an der Waffel, ja. Ja, gut, den haben wir sowieso. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja, hier scheint man recht. Das scheint auch so ein Wohnprojekt eher zu sein. Das ist wahrscheinlich.
so Eigentumswohnung. Ja. Für Reiche oder so. Gott, also ja. Wir sind jetzt in El Toro, wo auch immer das ist. Andale, andale. Nein, das war was anderes. Nein, das war der Speedy. Genau. Sieht auf jeden Fall alles hier recht schön aus. Wer hat, der hat. Hab ich's lieber nicht. Und du musst am Ferrier geradeaus. Sieht's auch so voll aus noch da unten. Oh, ja. Ablum. Nach diesen Huppels muss ich immer nachhuppeln. Runterhuppeln. Daneben huppeln. Es wird immer schön, wenn ich dann schon jemanden im Kofferraum hängen habe. Ganz viel freies Feld. Oh. Hast du nicht das Auto gesehen? Nö. Muss ich mir später mal in dem Video angucken. Dann bitte aus Kennzeichen gucken. Ach so. Vielleicht da hinten. Ne? Jo. Wir werden aber auch nicht los. Wo sind wir denn hier? Keine Ahnung. Ich fahre einfach mal hier weiter. Hier gibt es hier einen Supermarkt. Ein paar Cafés. San Ferrer könnte das sein, ja. Schon ist der nächste hinter uns erschienen. Ja, das erschien. Dabei fahre ich eigentlich schon laut neuen Vorschriften zu schnell, wobei ich nicht weiß, ob die hier jetzt auch gelten. Weil hier hängen ja auch noch alle die alten Schilder. Weil wenn ich jetzt auf 30 runterbremsen würde, dann wäre derjenige in meinem Kofferraum.
Ja, hier ist aber halt 30, ne? Hier sollte man nicht so wieder 30 fahren. Hier, Achtung, es hupft wieder. Trotzdem sind wir fast im Kofferraum gewesen. Muss auch nicht tanken, ne? Nö, muss morgen nochmal probieren, mal ein paar Liter nach. Ja. Bunte Hose, nein. Pararasa. Pochrasa. Pochrasa. Gartencenter. Hier könnt ihr eure Bäume kaufen. Und der nächste. Kannst du nicht alle paar hundert Meter anhalten? Naja, sowieso keine Ahnung, wo die alle schon wieder herkamen. Ich rase hier nun mal nicht so über die Hupe. Das ist, glaube ich, mein Fehler. Die hüpfen da drüber. Volle Kanne. Den Auto. Ach, Western Wasserpark. Ah, hier ist der Western Wasserpark. Mhm. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie er von Santa Pucha da hinkommt. Falls man. Es tut mir echt leid mit der Kamera, das Ding, aber ist das jedes Mal, wenn der Huppel kommt, dann huppelt er sich halt los. Ja, wir fahren dann mal von hier runter nach Magaluf und ich glaube, dann reicht das auch für die Fahrt. Dann habt ihr ein bisschen was von den oberen Ecken gesehen. Sehen. Ach genau, guck hier, Karting Magaluf. Ja. Wo hat man denn noch die Kartbahn gesehen? Da sind wir da vorbeigefahren mit Tage. Ja, das frage ich mich ja gerade. Ich habe das schon wieder vergessen, wo das war. Das war hier. Ne, wir hatten da noch eine gesehen. Irgendwo anders. Da waren wir aber noch nicht. Ein Rasenauto. So, nochmal locker.
gucken. Keine Ahnung wohin, aber... Ja, hier waren wir auf jeden Fall hergefahren. Ja. Genau. Aber da hatten wir ja auch noch niemanden mit. Da sind wir ja noch einfach ohne Kamera gefahren. Ja. Sicher, dass noch keine Engländer da sind? Wir dürfen eigentlich noch gar nicht. Das ist eine gute Hilfe. Ach ja, was soll da sonst da stehen? Ja, vielleicht verkleiden sich ja jetzt hier die Deutschen als Engländer, dass sie hier besser einen drauf gucken können. Wir haben es jetzt auch von vielen, die hier gewohnt haben, auf Mallorca gehört. Als Deutscher sollte man eigentlich nicht, sich nicht in Magaluf blicken lassen. Oder zumindest nicht zu erkennen geben. Da folge ihm. Ach, die machen den Zebrastreifen neu. Schmeißen keine Hütchen um. Hier ist was los. Sie verlassen dann schon wieder Magaluf. Da hat aber einer keine Geduld. Weiterfährt.
wäre, müssen wir gleich jetzt rechts irgendwo hoch und dann sind wir wieder an der Autobahn. Oh ja. Halleluja. Darfst du nicht rein? Weiß nicht. Ich wollte hier wieder zurück, ich wollte jetzt nicht wieder nach Santa Poncha fahren. Aber was steht denn da jetzt inzwischen? Du kannst aber nicht hier stehen bleiben. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt? 37, 40. Ja, gut. Ich würde sagen, ich versuche mich jetzt mal irgendwie aus Magaluf rauszuwursteln und wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, wie wir uns irgendwie hier, wobei der Rest der Fahrt war ja ganz schön. Nur ich denke mal, das Handy wird davon jetzt ziemlich heiß. Das hat ja keine Frischluft. Also wünsche ich euch allen dann einen schönen Tag, Abend, Morgen, gute Nacht oder wie auch immer. Bis wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bye bye. Rebecca will nicht Tschüss sagen.